Hamburger. In der Früh, zu Vormittag jausen, gell? Zu Mittag, will er auch ab und zu einen hat. Dann Nachmittag jausen auch, gell? Ja. Und auf Nacht. Gäh! Du meinst das vom Burgerkind da? Das ist ein Burger. Ja, der Hamburger mit dem Wenkel und mit dem Fleisch rein. Na, das klumpert, ist ja, was noch? Ja, ein Hamburger-Speck. Also Speck, ja, sag das gleich. Das nein, noch wer nicht zeigen. Ja. Was hast denn du gekauft? Ich? Meine Enkelkinder haben jetzt gesagt, Oma, bring mit heim ein Papaya. Ein Papaya? Ein Papaya. Ist das was wie so ein Avocado? Ja. Ja, weiß ich ja nicht, was ist ein Avocado? Das schmiert sich die Freundin von meinem Enkelburg, gell? Ja. Immer aufs Brot. Na, wenn ich kein Butter mehr, gibt's ja auch Avocado. Jugend, die Jugend. Du, schau mal, da sind aber auch deine eigenen Leute, ha? Wo? Ja, sei so auf dein Brühl. Ja, da ja, sind deine eigenen. Ja, sind wir Ajo. Ja. Servus. Seid ihr von da? Weil ich sind nicht von da. Ich kann nicht, da, 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 man kennt dann, gell, ja. Ist schön, gell, bei uns. Ja, meistens. In letzter Zeit, da ist leider nie mehr so schön. Gell. Ich hab grad Blumen gesetzt. Auf einmal höre ich einen Schepperer. Ich hab mir gedacht, jetzt kommt gleich ein Unwetter. Ist der Hubschrauber vorbeigeflogen? Der Gölbe, wisst ihr? Ja, ja. Ist er hinten beim Kronbauer. Ist er niedergegangen und haben wir halt geschaut, ne? Nicht, weil wir leise sind, wir haben uns einfach nur Sorgen gemacht. Ja, weil rein tut man ja über die Nachbarn auch nicht, das gehört sich nicht. Ja. Aber ja, wir müssen es euch ja erzählen, ne? Sonst kennt ihr euch nicht aus. Nein, und da hat der Max, ja, ein paar von euch dürfen eh in dem sein Alter sein. Mei, den hat sie mir in den Traktor überschmissen, sag's gleich, wie sie ist. Und jetzt liegt er halt im Koma und keiner weiß, wie es dort weitergehen soll. Aber mich wundert das ja nicht. Na, die sind ja ganz. Die dritte Wirtschaft haben schon dazu gebracht. Arbeit über Arbeit für nichts. Wird denn nicht mehr sein. Zeit deswegen? Ah. Na. Man, die Frauen schon beim Frühstück sind. Da ist jeden Tag das Gleiche: Brot. Jo. Kaffee. Danke. Wurst. Jo. Doch, dir ein Avocado-Aufstrich, du isst die Zeitung alles nicht. Die Zeitung haben sie auch bestellt, habe ich auch gehört. Hab ich auch gehört, weil für die Zeitung braucht man Zeit, haben ja, sie gemeint. Aber das haben sie ja nicht. Mein Gott, nein, unmöglich ist das. Kaum ist das Frühstück vorbei. Fangen wir wieder zum Arbeiten an. Max, wir zwei müssen Herr Güllefin gehen, weil morgen kommt der Regen und das muss vorher gemacht werden. Es läuft vom Glashaus gerade ausbessert, weil da darf es nicht reinregnen, das wäre schlecht. Du besorg uns halt bitte ein schnelles Mittagessen, wir haben echt kurz Zeit und ja, du gehst eh schon, mach's dort gut. Boah, das Dirndl. Ja, letztes Mal hab ich's gesehen, gell? Ja. Ist sie gestanden mit ihrem Kastel, was ja. Sie da immer wischt, gell? Ja, hab ich auch gesehen. Im Geschäftel, hab ich gewundert, dass der einkaufen geht, ja? Hat sie so ein Selbstporträt mit einem Apfel gemacht. Gell? Ja. Selfie heißt das. Mama mia! Mei, ja, letztens, da hätte ich bald meinen Radlzaun geführt. Die schauen ja gar nicht einmal. Straßenlaternen sind einmal im Weg für dich. Ach, und Riesen tut sie sowieso keinen mehr aus dem Ort. Die gehört da ja gar nicht dazu. Das passt gar nicht mit dem Menschen. Nein, wirklich nicht. Wartet nicht auf mich. Lene, das darf nicht wahr sein. Gib's. Immer nur ein Feld mit derer. Komm, Max, gehen wir. Und der arme Maxl. Der hat der hat die Rechnung gekriegt von dem ganzen Arbeiten immer. Oh, lieber Bub. Dass dem das passiert. Der war immer da, was seinen Hof aufschirm. Zum der großen Max, der war der Erste, der geholfen hat. Oh, wenn ihr war, ja immer war, sagst du, boah, der war was für mich. Glaubst du, ja? Der was in seinem Koma? Ich weiß nicht. Kriegt man da was mit? Wie es da wohl weitergeht, die arme Familie. Und als ob das nicht reicht. Jetzt sind immer andere Leute da im Ort. Umgeht tut's alle, weil
die Polizei, so sachverständig, also ganz wichtige Leute sind alle bei da. Ruhe hat man gar keiner. Abschlecht. Ja, abschlecht. Grüß Gott. Das war schon wieder vorne, so eine Mann. So, jetzt gehen wir aber, weil der Korn, ja, der hat seinen Hamburger. Ja, ich hab mein Suppen abgeschleppt und geht das uns auch noch hin? Schau mal, Frau, das ist der neue Traktor, von dem ich dir erzählt habe. Schön, schön. Super geil, mit dem fahren wir heute heim, sagt er das. Du, das warten wir einmal, ne? Doch, doch, den brauchen wir. Ja, die Familie, Grandpa, täuschen mich meine Augen. Mei, das freut mich, dass ich euch da sehe. Ha? Hab's meine Perle schon entdeckt. Ja, haben Vater schon erzählt. Super geil. CVX 3240 PS. Euro, stufflos, alles, was ihr vorstellen könnt. Den braucht es fast. Die Kabine, wenn ich kurz vorstellen darf, wie ein Wohnzimmer. Drei sitzen da wie die Chefs. Natürlich Sitzfederung, falls es einmal ein bisschen holpriger wird. Dann Klimaanlage für die Hosen, die wir einführen. Natürlich eine Heizung, falls es ein bisschen kälter ist, ist es sowieso logisch. Ich sag's euch, mit dem kommt's euch vor wie der König. Also, da hat euch schon nicht schon, ihr als großer Bauer. Nein, ist mir alles technisch. Warte, ob man sowas braucht. Die Nachbarn waren letzte Woche da bei mir. Haben mir einen Traktor verkauft. Haben einen Traktor bei mir gekauft. Aber gegen meine Perle ein Dreck, sag ich euch. Wenn ihr mit der Perle durch die Straßen cruist, dann werden die Augen aus den Händen, sag ich. Nein, ich weiß nicht. Die werden sie auch wissen. Aber geh vor da. Aber geh, nein. Okay? Ich sehe, ich lasse euch noch ein bisschen warten. Danke. Bin da drüben, falls ihr mich sucht. Ja, danke, wir finden sie. Und Vater, was sagst du jetzt, hä? Ich weiß nicht so recht. Die Mama hat dir gesagt, wir sollen nichts mit heimbringen. Aber geht ihre Idee, wenn nur deppert, außer kaufen und putzen tut sie nichts. Ja, gut. Ja. Aber jetzt tu einmal lernen von einem Meister, wie man das verhandeln muss. Jetzt zeig ich dir einmal, wie man solche gefräßigen Aske umgeht. Du darfst ihnen nie in der Rechts setzen. Das schauen wir uns an. Ja? Habt ihr euch entschieden, könnt ihr nicht widerstehen, wahrscheinlich, gell? Naja, reden wir mal über das Finanzielle. Was? Ach.
Wunsen dafür. Du wirst euch gar nicht schrecken, gell? Im Mordpreis will ich euch gar nicht sagen. Da zieht es euch die Botschen aus. Aber, weil wir ja so gute Freunde sind und ich eigentlich ein guter Kerl bin, sagen wir 160.000. Na. Das geht denn nicht. 140. Also, ich habe Familie und Kinder daheim, bleiben im realistischen Bereich. Sagen wir 155. Nein, tut mir leid, zu dem Preis kann ich Ihnen nicht abnehmen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, war schön, dass wir uns gesehen haben. Wieder ich fahre dann nach. Ach, jetzt warte noch mal. Reden wir noch mal wie Männer. Gut. 150.000 ist mein letztes Angebot, mehr sage ich nicht. Okay, da zähle ich noch was, gell, damit du siehst, dass das ein Wert ist. Vorher ist der Papst vorbeigekommen, hat mein Bärli ins Visier genommen und wollten schon direkt mit annehmen und gegen sein Papa Mobil eintauschen. Das glaube ich auch so weit, ja. Komm, 150.000, keine Geschichte drucken mehr und sonst auch nichts. Gut, dann mal so, machen wir uns jetzt das Geschäftliche aus, ich lade euch auf ein Bier ein, die natürlich auch. Der Mama braucht man gar nichts sagen, gell? Haben wir zum Schieder. Geschichten, dass er so toll ist und jetzt haben wir es mal her. Mein Uhr liegt im Koma. Also Frau Reif, ich habe jetzt alles notiert, jetzt alles aufgeschrieben und ich bin jetzt eigentlich schon fertig mit dem Fragen. Das gibt's ja nicht. Jedes Mal kommen sie daher und wollen Sachen wissen und nie verändert sie was. Es braucht ein bisschen Zeit, Frau Reif. Es wird wirklich alles berücksichtigt, aber kaum mehr im Moment leider als sie tun. Und es wäre jetzt super, wenn sie mir die Lena einschicken würden. Muss das auch noch sein? Ich würde es bei der Lena wirklich auch gut sein. Danke. Lena, bitte komm mal kurz einer. Setz dich her, Lena. Tust du bitte kurz das Handy weg? Lena, du weißt, im Blut von deinem Bruder ist ein ziemlich hoher Spielforestalkohol gefunden worden. Kannst mir du irgendwas zur Nacht vor dem Unfall erzählen? Ja, es war halt am Vortag ein Fest im Nachbarort und wir haben uns gedacht, schauen wir vorbei. Und wie es ab und zu so ist, die Buben haben es ein bisschen übertrieben. Und was heißt ein bisschen übertrieben? Ja, das eine oder andere Getränk war vielleicht zu viel, aber... Und ist dein Bruder mit dem Auto nach Hause gefahren oder war er sich holen lassen? Nein, er ist mit dem Auto gefahren. Aber das war ja auch noch nie ein Problem. Ist er alleine gefahren oder hat er noch Insassen gehabt? Sie waren zu zweit unterwegs. Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, war der Bruder stark betrunken, ist mit dem Auto nach Hause gefahren und hat er noch mit dabei gehabt. Ja, aber wie gesagt, es war bis jetzt auch noch nie ein Problem. Probierst du?